Ja, das ist doch vielleicht mal ganz interessant. Die Schweiz hat kein Impfregister geführt. Angeblich sind die anderen europäischen Staaten, ja, die Staaten und die, das Volk ja mit Sicherheit nicht, aber eben die im Moment noch Tonangebenden sehr sauer und erbost darüber. Aber das ist doch mal was. Und es gibt hier auch mit Sicherheit so schnell keine Impfzwänge. Allerdings muss ich sagen, dass heute im Gespräch dort im Kollegium ein ganz tolles, überwiegend jüngeres Kollegium, ja, in dem Moment waren gerade überwiegend Männer anwesend, der jüngeren bis ganz jungen Generation, die wollen es fast alle freiwillig, haben mir jetzt irgendwas geschickt. Pro, ich werde mal reingucken. Es gibt da eine Kollegin. Eine ganz junge auch, die etwas wusste über hier in der Schweiz, die Ärzte für Aufklärung, und die sich von einem dieser Ärzte eine Befreiung, ein Attest hat geben lassen. Und hier muss da auch kein Grund draufstehen, also keine genaue Angabe der Gründe, was ja in Deutschland wohl anders ist. Tja, kein Zwang. Aber tatsächlich kamen diese Argumente, dass es doch irgendwie die Pflicht eines jeden ist und so weiter. Auch von den ganz Jungen. Ja, Jungs, Männern. Wir werden einfach sehen. Aber was ich heute sehr schön fand, ja, wenn ich jetzt wieder mehr einfach auch oben bin und nicht wegen irgendwas absacke. Donnerstag, Freitag mache ich ja so vertretungsmäßig Sachen und die Kids haben das wirklich gemerkt und haben sich zum Teil auch bedankt. Das ist einfach etwas Aura-Energetisches. Die waren dann so gut drauf und haben so schön gelernt, aber eben mit Freude und Leichtigkeit und nicht irgendwie, unter Druck und Zwang. Das ist denen aufgefallen, das ist der Kollegin aufgefallen. Und ich meine, wenn man so eine Gabe hat, dafür bin ich jetzt auch wieder dankbar und setze sie wieder gerne ein. Das ist doch wunderbar. Wo sie herkommt, spielt ja überhaupt keine Rolle, auch wenn ich das heute weiß. Denn heute hätte ich vielleicht eher eine Chance gehabt. Ich hatte damals mal einen Schüler, der hatte eine Blockade im Sprachzentrum und konnte absolut nicht lesen. Er hat es nicht gelernt. Aber wenn ich mit ihm alleine war, war die Blockade ein paar Mal weg und er konnte es. Das hat ja damals kaum jemand geglaubt. Da musste man auch gucken, sowas überhaupt zu äußern. Denn wenn dann wieder jemand mit im Raum war, dann war das Ganze ja auch schon nicht mehr so frei. Aber wenn damals schon mehr Offenheit für sowas da gewesen wäre und ich hätte es offener ansprechen können, dann hätte ich vielleicht mehr Stunden mit ihm alleine gehabt und hätte vielleicht sogar etwas machen können, was nicht nur mal so ein Augenblicks Spot war, sondern so, dass es sich irgendwie manifestiert hätte und der Herr wäre doch noch da aus der Schule gegangen, nicht als Analphabet, sondern als jemand, der lesen kann. Ich meine, das ist jetzt auch meine Hoffnung, dass diese Gaben, die ich da so habe, Schritt für Schritt und vollkommen, ich sag mal, ich bin da sehr dankbar, aber frei von jedem. Ich glaube, man weiß schon, was ich meine. Ja, ich bilde mir doch da überhaupt nichts drauf ein. Das sind Geschenke, die, wenn wir solche haben, sind wir hier, um das in Freude und Dankbarkeit zu verschenken. Und es kann ja sein, dass ganz langsam, Schritt für Schritt, jetzt, wo ich da eingesetzt bin, kann ich es ja zum Teil auch schon, dass es einfach so ausfließen kann. Und wenn wir in diesem Vertrauen bleiben, leider werde ich da zum Sommer aufhören, weil das Geld einfach nicht reicht und weil da andere Dinge noch eine Rolle gespielt haben. Ich verstehe mich mit der Schulleiterin sehr gut, super Kollegium. Aber es gibt da eben auch noch jemanden, der das blockiert, sodass mir immer versprochen wurde, hey, bleib da, du kannst aufstocken, aber jetzt habe ich ein schönes Angebot, das passt alles. Und da ich das dort nicht wusste, werde ich weiterziehen ab August, aber auch in dem Vertrauen, dass es jetzt immer genau der richtige Ort ist. Ist es ja im Grunde immer, aber eben auch der richtige Einsatzort, um das schon frei geben und geben zu können. Nur mal so, exemplarisch wieder. Lieben Gruß.